Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Shakes'n'Fidget-Video von mir, dem Sir Zirkulot, am 6.9.2016 um ungefähr 14 Uhr. Yo, wir starten auf W11, wir werden es glaube ich nicht mehr ändern, wir sind jetzt wieder in diesem Rhythmus drin. Ja, Welt 11, heute nicht viel zu zeigen. Was ich einfach nur sagen kann, ist, dass ich habe schon wieder es geschafft, 5 Petkämpfe zu gewinnen. Das ist sehr, sehr gut. Freue mich auf jeden Fall. Das läuft hier. Sehr, sehr viele Äpfel, wieder Zitronen und ja, Brombeeren auch heute gut gefunden. Es läuft bei den Pets und das ist ja eigentlich das, was ich erreichen wollte, einen guten Pet-Server zu spielen und nicht dauernd die Pets zu verkacken. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja, ihr habt ja gestern im Video die Tabelle gehabt, die wird jetzt auch weiterhin in den Kommentaren stehen. Und es gab natürlich auch Leute, die mich auch eingeschrieben haben, hey, du weißt aber schon, dass Taktik X, also vor allen Dingen bei Erde und Schatten, total krank ist und viele Pilze kosten wird. Ja, ich weiß, aber lasst mich das doch erstmal ausprobieren. Ich hatte nicht vor, 1000 Pilze irgendwo reinzustecken. Dafür bin ich nicht der Typ, das wisst ihr. Aber ich wollte es einfach nur ausprobieren und auch allen Leuten die Möglichkeit lassen, denn es geht ja darum, einen Pet Guide zu erbauen, der wirklich für Hardcore-Pilze bzw. für starke Spieler, damit will ich nicht sagen, dass Casual-Spieler nicht stark werden, aber ihr wisst schon, was ich meine, gemacht ist. Und deswegen will ich selber auch ausprobieren und meine Erfahrungen damit machen und dann die an euch alle weitergeben. Und das kann man auch mit Retries machen oder wie auch immer. Es ist aber eine Möglichkeit da. Und alle Leute sollen wissen, dass man mit Kloptiwop und Flederadatz das Habitat schaffen kann. Ja, und dann können sie damit ihre Erfahrungen machen. Es ist ja nicht so, dass wenn ich dann auf Flederadatz bin, ich umsteigen könnte auf ein anderes Pet. Ja, und das ist eine Sache, die auf jeden Fall beachtet werden muss. Und deshalb nehmt es als Richtwert, aber ihr müsst auch immer ein bisschen selber denken. Denkt auch daran, dass wir wechselnde Seasons haben. Das heißt, wir haben, jetzt haben wir Herbst, dann kommt Winter, dann kommen mal wieder andere Pets dazu. Zum Beispiel kommt dann an Silvester dieses Pet Rocky dazu. Und vielleicht kann man ja auf Rocky anstatt Mantiflam umsteigen und kann mit Rocky das Habitat leichter legen. Nur so als Denkanstoß, wie ihr, ja, vielleicht immer diesen Pet-Guide oder diese Pet-Richtlinien umwandeln müsst. Bei Feuer ist es gerade, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil das halt so ein naheliegendes Pet, was über Mantiflam liegt und an Neujahr und Silvester erreichbar ist. Und ich glaube, Welt 11 international könnte einer der Server sein, wo wir vielleicht auf Rocky spielen könnten, anstatt auf Mantiflam. Aber ist das nötig? Nein, weiß ich nicht. Und wie gut Rocky im Endeffekt ist, kann ich auch nicht sagen. Aber ich glaube, es ist vielleicht sogar besser, auf Rocky zu spielen, als auf Mantiflam, weil, ja, wir müssen gucken. Deswegen adaptiert immer eure Pet-Taktiken an den Jahreszeiten und an die Tage, die noch kommen werden, Ostern und so weiter. Das ist ein bisschen mehr als nur einen Guide zu sehen von einem YouTuber X und dann das genau nachzukopieren. Ein guter Spieler muss auch das adaptieren können. Gut, wir haben hier auf W11 immer noch Rang 1, also ich dachte, das hätte sich erledigt und ich glaube, wir würden sogar, wobei, ich glaube, heute verlieren wir dann Rang 1 und werden dann auf Rang 2 bleiben. Aber wir müssen ja noch bedenken, dass wir hier noch die Cosa Nostra irgendwo haben, die ich gerade wieder nicht finde. Da, die Cosa Nostra haben, die da gerade noch Raids machen. Wir werden ab morgen auch wieder auf Raids umsteigen. Und das heißt, wir werden an Kämpfen wieder, ja, verlieren. Und das heißt auch an Ehre verlieren. Und deswegen, ja, ein bisschen an Rang verlieren ist aber egal, weil es geht ja hier darum, auf lange Zeit die eine gute Gilde zu sein. Und das wollen wir auf jeden Fall erreichen. Ansonsten, glaube ich, kann ich von Kämpfen nicht viel sagen. Ich habe gestern Rapaello gemacht, das ist aber schon vorgestern gewesen. Und ich habe mir einen Festungskampf gespeichert. Ich glaube, der war uninteressant. Den werden wir mal sofort entfernen. Und machen dann sofort noch ein. Ich muss da noch einiges nachholen. Ich muss auch sagen, dass ich irgendwie die letzten beiden Tage in der Ehrenhalle abgerutscht bin. Obwohl ich relativ aktiv war, aber nicht aktiv genug für die beiden, die mich da überholt haben anscheinend. Weil, ich habe zwar schon viele Kämpfe gemacht, aber nicht mal ansatzweise so viel wie die beiden hier oben. Ich weiß nicht, wo die hergeholt haben. Die hatten wohl anscheinend ein bisschen mehr Zeit als ich. Und die haben mich dann überholt. Soll mir aber ein bisschen auch egal sein, weil ich habe meine 2500 Ehre. Ich bin in den Top 100 und werde da, glaube ich, niemals mehr rauskommen auf diesem Server. Und es geht mir eigentlich jetzt aktuell zum Kämpfen nur noch darum, Ressourcen zu sammeln, so viel wie es geht. Denn ihr wisst ja, ich wollte jetzt in der Festung von 10 auf 15 bei Arbeiterquartier und Festung hochschießen und dafür brauche ich natürlich Ressourcen und Ressourcenpuffer und ich will mal gucken, wie lange diese Ressourcenpuffer halten und wie lange ich das so durchhalten kann. Wenn wir müssen jetzt mal denken, dass wir jetzt nur noch Langzeitausbauten haben, wo ich so über 3, 4, 5, 6, 7 Tage bauen muss und in der Zeit kann ich die ganze Zeit Soldaten, ja, nutzen. Und wenn wir jetzt mal gucken,
Sagen wir mal, 3 Stunden dauert 18 Soldaten. Das heißt, wenn man das auf 24 Stunden rechnet, 9, 18, 21, 24, also 3, 6, 8. Moment. Wow, ich bin echt Mathe-Genie. Also sorry Leute, ich hatte früher, wobei das ist gar keine Ausrede, weil das ist ganz normales Kopfrechnen, aber ich hatte halt im Mathe-Abi einen 5-, ein Punkt in Mathe-Abi, na, vielleicht kommt ja was zusammen. Also wir zählen jetzt alle mit den Händen ab. So, jetzt kommt Dora, zählt alle mit den Händen ab. Ich will eure Hände sehen. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, also 8. Ja, 8. 8 mal, das hätte man auch anders machen können. Wobei, 8 kann doch gar nicht stimmen. Das sind 7, oder? Nochmal. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ja, es sind 7. 7. Also 7 mal kann ich 18 mal angreifen auf 24 Stunden gerechnet. Oh Gott, Leute. Mathematik mit Sir Zonkolot. Ich glaube, ich habe mich schon wieder verrechnet. Egal. Lassen wir das mit der Mathematik sein. Wir holen jetzt den Taschenrechner. Oh no, God! No, God, please, no! 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 So, das ist der Taschenrechner. Wir rechnen 24 durch 3. Das ist 8. Ja, warte. Wir können 8 mal rein theoretisch in 24 Stunden mit unseren 18 Soldaten angreifen. Das heißt, ich bekomme so im Durchschnitt 10.000 Holz und 4.000 Stein ungefähr von den Angriffen. So, das heißt, wir können jetzt mal 18... Also 8 mal, müssen wir uns jetzt merken, 18 mal 10.000 sind 180.000, das ist schon klar. 180.000, das mal 8 sind 1,4 Millionen, die ich am Tag rausholen könnte an Holz. Stein nochmal das gleiche mit 4 bis 4.000 Steinen, glaube ich. Also 18 mal 4. So, das sind 72 mal 8. Sind 576.000 Steine, die ich am Tag generieren kann, wenn ich immer auf 24 Stunden gerechnet. Das mache ich natürlich nicht. Ich mache meistens sowieso nur so 2-3 Angriffswellen. Also von diesen 8 Angriffswellen, die ich machen könnte, mache ich am Tag wahrscheinlich nur 2 bis 3, weil ich einfach keinen Bock habe, mich alle 3 Stunden in Shakes einzuloggen oder sonst irgendwas zu machen. Naja, das war Mathematik mit der Zirkel, und ihr könnt sehen, wie viele Ressourcen ich generieren kann. Und ihr müsst jetzt auch bedenken, dass ich auch 20 Mal am Glücksrad drehe. Und das wird ja auch immer höher, je höher meine Festung ist. Und ich hoffe einfach, dass wir bis Festung 15 kommen, weil danach ist ja wieder so eine Regenerationsphase, wo wir erstmal die wichtigen Gebäude nachziehen. Und das betrifft auch hier Steinbruch und Holzverlöte, weil für alle Leute, die aggressive Festung spielen, ihr müsst auch euer Steinbruch und Holzverlöte hochziehen, weil je höher eure Lager sind, desto mehr könnt ihr aus den anderen Lagern des Gegners plündern. Es verdoppelt sich ungefähr immer, so um das 1,8-fache oder so, was ihr dann aus den Lagern rausholen könnt. Das war eine kleine Wartestunde mit Medium Sir Zonkolot. Ich hoffe, sie hat euch geholfen. Und dann wollen wir doch einfach mal weitermachen und nicht dumme Scheiße labern. Wir gehen ins Glücksrad erstmal 20 Mal drehen. Das geht ja schwer, wenn man das Inventar schon brechend voll hat an Früchten und Steinen, die ich mir auch mal ein bisschen aufsparen will für neue Items, die mal kommen können. So, weiter geht's mit dem Drehen. Durchschnitt ist 6 Pilze. Mal gucken, 3 Pilze haben wir schon mal. Da kommt ein Stab. Der wäre schön, wobei so schön... Ja, es wäre trotzdem schön, wenn er jetzt einen Sockel hätte. Hat er aber nicht. Deswegen, ja, weiter drehen. Vielleicht noch ein Pilz. Ja, oder sind die 6 Durchschnittspilze, wie ich euch gesagt habe. Das ist immer so ein Durchschnitt. Und ich glaube, wir können auch hier im September, wenn wir einfach jetzt nur noch 300 Alu spielen, auch nochmal jeden Tag 300 Alu spielen. Das wäre natürlich ganz nice. Und die versuche ich jetzt natürlich auch durchzuführen. Weiter eine neue Quest annehmen. Und dann wollen wir kurz skillen. Ein bisschen Intelligenz skillen. Und dann mal hopp hier gegen den finsteren Reiter. Er wird auch nicht liegen, Leute. Er wird nicht liegen. Ganz einfach. Er wird einfach nicht liegen. Er wird nicht liegen. Ohne Lebenstrank. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch ändern muss. Ist mir auch egal. Habe ich nicht so viel Drucker hier auf dem Server und kann ganz in Ruhe hier Flimmerkisten gucken. Am Glücksrad drehen, Ressourcen reinkriegen und so weiter. Alles gechillt.
Und wo es auch gechillt ist, ist W10. W10? Ich spiele gar nicht auf W10. Aber ich habe 310 gelesen, deswegen hat mein Gehirn gedacht. Mein Gehirn denkt gerade sowieso sehr viel. Ihr merkt das ja schon. Gerade bei einer Mathematikstunde, ich glaube, das war das peinlichste. Also wir hatten einmal die schlimmste Aufnahme meines Lebens und dafür die peinlichste Aufnahme meines Lebens. Dass ein 20-jähriger Abiturient nicht in der Lage ist, 8x3 zu rechnen. Oh Gott. Oder beziehungsweise 24 durch 3 zu rechnen, ja. Ja, wie dem auch sei, Stufe 310 hier bei The Guild New Era. Und ich glaube, wir könnten heute noch 311 schaffen, wenn ich das jetzt schlau mache. Und ja, ich glaube, wir sind hier ziemlich glücklich dabei auf W7. Wir sind am blinden Messerwerfer noch dran und den wollen wir vielleicht heute mal schaffen. Ich hatte nämlich einen guten Try, habe ich den vielleicht sogar gespeichert. Ne, nur die Schwarzschildritte habe ich gespeichert, die kann ich jetzt eigentlich schon wieder löschen. Vorher drehen wir am Glücksrad, vielleicht finden wir ja irgendwas Interessantes. Ja, eine Kette ist jetzt nicht so das Interessanteste. 6 Pilze wieder bekommen, ich sage ja Durchschnitt 6 Pilze, wird sich nicht ändern. Ihr könnt es ja mal selber beobachten, wir werden es ja auch die nächsten Tage beobachten. 6 Pilze ist der Durchschnitt, den ihr so aus dem Glücksrad oder am Tag finden könnt. Das ist ausgerechnet jetzt 1. Pilz pro Tag, aber 6 Pilze am Glücksrad ist normal. Ich will jetzt hier auf die 27 Millionen Leben kommen. Vielleicht kann ich das ja schon mit irgendeinem Ausdauerstein, den ich vielleicht austauschen könnte. Sieht mir nicht danach aus. Nein, 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 nein. Okay, vielleicht einen Stärkestein, den ich austauschen könnte. Ich glaube auch nicht, da habe ich jetzt mittlerweile auch gut nachgesorgt. Nee, auch nicht. Alles klärchen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in Dungeon und gucken. Ne, vorher gehen wir ins Portal. Blutokkultist, erstmal reinschauen. Wieder gut was abgezogen. Ich glaube, der wird in den nächsten Tagen auch locker liegen. Umsensor kriegt auch nochmal von mir 10 Millionen ins Gesicht geklatscht. Und dann wollen wir mal heran an den blinden Messerwerfer. Und ja, ich will da also ein paar Sachen noch zu verlieren. Ich wurde schon gefragt, werde ich Epic Event spielen nächste Woche? Und ich sage, nein, Leute, ich habe euch ja schon gesagt. Ich bin finanziell etwas angeschlagen. Das liegt daran, dass erstmal die Studiengebühr auf mich zukommt. Die, ja, 292,22 Euro, die man bezahlen muss. Dann habe ich noch einen Rotblitzer, den ich bezahlen muss, weil ich in der Stadt Dortmund eine Gelbampel herausgefordert habe. Und die hat mich dann ganz, ganz böse in den Popo gefickt. Und dann musste ich auch noch den TÜV von meinem Auto bezahlen. Und das kommt alles aufeinander. Und dann passiert es halt mal, dass man einen Monat auf Shakespeare nur 300 Alu spielen muss. Oh, wie schlimm! Das ist ja nicht das, was man immer tun sollte und nicht das Wichtigste im Spiel. Deswegen, Leute, das auch. Ich habe ein Video wirklich, Leute, ich werde es jetzt bald hochladen. Es nervt mich immer. Ich habe ein Video, wo ich genau über all diese Themen spreche. Wie man effizient Pilz, wie aus wenigsten Pilzen am meisten rausholt. Ich werde es jetzt bald hochladen. Vielleicht wird dafür dann kein Shakes and Fidget Video in dem Sinne kommen, wie wir es heute haben, sondern halt dieses Video als Ersatz quasi. Wenn ich mal weiß, es wird nichts Interessantes passieren, dann werde ich vielleicht dieses Video hochladen, damit ihr endlich auch mal die Infos kommt, die ich die ganze Zeit in den Videos predige, aber eigentlich in einem gesammelten Video für euch eigentlich habe. So, haben wir hier fertig, machen wir mal die Quest. Zack. Und gehen nach S36. Wir nähern uns immer mehr der Stufe 350 und da hatte ich auch einen Kommentar gelesen, den ich eigentlich nicht ernst nehmen werde und auch nicht in dem Video zeigen werde, weil es für mich ein Troll war, weil er auch gleichzeitig Werbung für Privatserver gemacht hat, aber trotzdem will ich nochmal kurz sagen hier, da hat mir einer gesagt, du bist Stufe 350 und hast eine Aura 24? Ja, ich habe keine Ahnung, welche Vorstellung du hast. Ich habe erstmal ziemlich viele Epics hier auch schon reingeschmissen in die Aura, weil ich ja auch sehr viel gepilzt habe. Oder sehr viel. Also ich habe schon ziemlich viel gepilzt hier auf dem Server 36. Habe jetzt aktuell ja nicht, pilze ich aktuell nicht. Spiele hier so meine 100 vernünftigen 100 Alu. Weil ich ja auch der Gilde Last Dawn noch, ja, einen guten Dienst erweisen möchte. Aber Aura 24 mit meinem Level, dafür, dass der Server jetzt 1,5 Jahre draußen ist und ich dort spiele, ist nicht das Allerschlechteste. Und wenn mir einer erzählen will, dass er nach 3-4 Monaten Aura 20 erreicht hat, dann glaube ich, dass es ein ganz großer Troll ist, der null Ahnung hat. Aber er soll weiter auf seinem Privatserver spielen. Dankeschön. Eine Sache, die ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass die Gilde Last Dawn einen neuen Rekord gebrochen hat. Das hätte ich vielleicht schon vor 2 Tagen berichten sollen. Aber die Gilde Last Dawn hat als erste Gilde 700 Ritterhallenpunkte erreicht. Und das finde ich auf jeden Fall super. Und finde ich toll, dass wir nicht nur Rekorde brechen können, sondern auch Ritterhallenpunkte-Rekorde. Und mal gucken, welche Rekorde wir noch so brechen können. Ja, Last Dawn immer noch eine super tolle Gilde. Genauso super wie die Gilde New Era. Ich bin einfach nur in tollen Gilden. Naja, nicht ganz, aber ich bin fast nur in tollen Gilden. Gehen wir erstmal ins Glücksrad. Hier habe ich noch nicht die 20 Dreher drin, aber ich habe mich schon gut vorangearbeitet. Gestern kamen relativ gut die Lucky Coins rein. Ich hoffe, das geht heute auch noch klar.
wollen wir mal gucken. Hier baut jetzt noch die Festung 11 Stunden. Das heißt, heute Nacht um 1 Uhr ungefähr ist die Festung dann fertig und kann dann sofort auf die Akademie ausbauen. Da habe ich aber ein ganz großes Problem. Ich habe ein Holzdefizit von, ja, zu viel Holz. Und ich hoffe, das kriegen wir noch rein. Ansonsten muss ich hier auch auf irgendwas anderes ausweichen, was wahrscheinlich die Edelsteinmine sein will, was ich gar nicht machen möchte. Naja, wie dem auch sei. Wir gehen ins Portal. Ich habe keine Lust auf das Portal. Oh, das war mal viel. Wow, wow. Das war gut. Aber ich glaube, wir werden dafür immer weiter bestraft werden, dass wir gut sind. Hier habe ich, glaube ich, auch in der Gilde mal gut abgezogen. 8,7 Millionen. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Und dann gehen wir ran gegen der Zwergpudel. Und ja, ich glaube, den werden wir nicht schaffen. Ich hatte aber gestern einen guten Try. Habe ich ihn vielleicht gespeichert? Nein. Boah, was bin ich für ein schlechter YouTuber geworden, dass ich mir nicht mal solche Kämpfe speichere. Gehen wir auf S35 und der hat gestern einen Dungeon geschafft. Yo, den habe ich aber nicht gespeichert, oder? Nein. Nein, natürlich nicht. Oder? Doch, hier, Schattenwelt, Quälgeist, da ist er doch. Dankeschön. Gut, hier haben wir ihn gelegt. Da hat die Kunigunde mal ordentlich was gerissen. Ich würde sagen, auch die Kunigunde kann hier was reißen. Und da ist was ganz Cooles passiert. Ich habe hier alle Attributshandschuhe bekommen mit Stufe 399, ja generell. Und hatte hier drei Attributsachen mit Stufe 372. Also, okay, das war ein bisschen Alters-Epic. Ich werde es hier nicht mal meinen Bertram geben, weil der hat auch ungefähr so ähnliche Handschuhe, alle Attribute. Und wir können morgen eh spülen. Mit einem Edelstein. Das heißt, wir können sie dann später ins Klo schmeißen und mal gucken, ob sie irgendeine andere Klasse gebrauchen kann. Ja, und damit sind wir jetzt beim Seelenklumpen. Und ich weiß nicht, inwieweit wir den schaffen können. Ich werde ihn aber trotzdem versuchen zu schaffen, damit wir dann einfach dem Grimbad auf S32 gleichziehen können. Vorher gehen wir aber ins Portal und könnten heute vielleicht Mätresse der Martha legen. Ich bin gespannt. Soll ich überspringen oder wollen wir uns das angucken? Ich glaube, wir wollen überspringen. Und das war relativ knapp. Ich glaube, morgen ist sie fällig. 12% sollten wir morgen abziehen. Ich hoffe, dass wir das tun. Und dann liegt ein weiteres Portal. Und damit haben wir dann mehr Leben auf dem lieben Grimbad, was uns natürlich allgemein hilft. Dann mal rein zum Mephissimo. Und wir haben sogar genug abgezogen, um in der Gilde zu erscheinen. Das passiert ja auch selten auf S35. Und damit dann, ja, ab in die Hölle. Und da ist mir noch aufgefallen, wenn wir schon auf S35 sind, dass mir gestern jemand aus der Gilde geschrieben hat, hey, Bert, Grimbad, oder Sir Zirkulot, danke, dass du hier auch was für unsere Gilde tust. Denke mir so, what the fuck, was tue ich für die Gilde, Legenden der Nacht? Also ich bin mir jetzt nicht bewusst, dass ich da jetzt viel für euch getan hätte. Aber es haben sich anscheinend irgendwelche Leute von euch beworben und wollt inspiriert von mir hier in die Gilde Legenden der Nacht gehen als Aufholer. Ja, und wenn ihr das, sind das hier die beiden Aufholer? Keine Ahnung, wenn ihr die beiden... Bertram, der sieht ungefähr so aus wie ich. Yo, der sieht echt fast so aus wie ich. What the fuck? Hallo, Belgabart. Belgabart. Okay, ja, das sind anscheinend unsere beiden neuen Aufholer, die inspiriert von mir sind. Ich hoffe, ihr macht mir meinen Namen alle Ehre und sorgt für euer SA. Ich habe schon große Sorgen. Deswegen, danke auch, dass ihr andere Gilden von mir unterstützen wollt. Die Legende der Nacht auf jeden Fall noch eine super Gilde, die jetzt auf jeden Fall, ja, wenig Inaktivität hat. Aber wo ich mir etwas Sorgen machen muss... Das ist jetzt der andere Server. Bevor wir dorthin gehen, werden wir aber kurz am Glücksrad drehen. 9 Pilze, wir sind schon über dem Durchschnitt. Ich glaube aber, hier war gestern sogar unterdurchschnittlich. Okay, wir sind jetzt überdurchschnittlich, gut. Geil, 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 Pilze sind... Oh, ach, yo, wir mussten ja noch was machen. Stimmt. Leute, ganz vergessen, wir wollten ja noch was machen. Wir wollten Flur auch legen und dann in den Zauberladen. Und ich werde euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten. Hallo? Ich glaube, ja, doch, da geht's doch. Kampf speichern. Brauche ich nicht speichern. Und dann wollen wir jetzt zu Fluoch. Und den werden wir auf jeden Fall jetzt im Zauberlander blättern. Und ich hoffe, der kommt ganz schnell. Ich glaube, Grimbad hier ist 35. Der ist nicht so anfällig für solche dummen Aktionen. Aber ich sollte vielleicht mein Maul nicht so weit aufreißen. Weil es könnte ja jederzeit passieren, dass Fluoch mich verarschen will. Oh Gott. Fluoch. Fluoch. Ich erfülle doch die Bedingungen, oder? Ach so, das war ja Nixuit, der die Bedingungen erfüllen muss. Fluoch! Oh oh. Ich kaufe jeden Trank raus, auf jeden Fall. Oh Gott. Nicht wieder Déjà-vu. Ich ertrage keine Déjà-vu. Also, Tragepö kann mir recht schnell. Tränke sind ja auch gar nicht so schlecht, ne, wenn man die stackt, aber... Oh. Lebenstrank würde ich auch noch nehmen. Aber ich würde auch einen Fluoch nehmen. Oh Gott. Fluoch! Oh nein. Oh. Es tut schon weh. Es tut schon weh. Die ganzen Pilze.
Ich muss sogar auf, ich will ja sogar Fluch haben, damit ich umsteigen kann auf ihn. Fluch! Oh, da ist er doch. Boah, okay. Es war halb dramatisch. Also es hat schon wehgetan. Vor allen Dingen in Respektive, dass ich so viele Pilze ausgegeben habe. Also in Respektive, dass ich so viele Pilze bekommen habe. Aber dafür habe ich ihn jetzt hier. Vielleicht hätte ich auch damit vielleicht vorher ins Portal gehen können, weil es ist ja nur 1% Stärke. Was jetzt, ja, wie viel ausgemacht? Wobei, das hat sich noch nicht aktualisiert. Ich muss, glaube ich, nur ein Item bewegen. Genau. Das waren ja jetzt nur 100 Stärke, die vielleicht was im Portal geändert hätten. Aber ist ja egal, wir sind ja halt auch einer der dümmsten YouTuber auf dem Planeten. Und damit steigen wir hier auf Fluoch um und dann von Fluoch auf Under. Das können wir hier machen, weil wir haben ja hier Aura 23, bald 24. Und ja, dann mal rüber zu S32, dem lieben Grimbart. Der andere Grimbart, der hat gestern eine Turmetage gelegt. Fetischen Frost und da gucken wir mal wieder an, wer krass war. Die Kunigunde, warte mal, wir gucken uns mal ganz kurz in Slow Motion an. Alle haben relativ gute Tries gemacht, aber was die Kunigunde da wieder abgezogen hat, war wieder komplett lächerlich. War also ein easy try, easy kill. Und wir werden weiter dann auch machen im Turm, weil ich glaube, Peitscher liegt jetzt nicht. Wir können aber dem Interesse der Martha mal probieren. Ich glaube, die könnte auch bald fallen. Vielleicht fällt sie morgen. Ich glaube aber eher übermorgen ist dann auch ihr Todestag auf S32. Dann mal hier gegen den kleinen Kriecher voran. Haben wir auch was abgezogen? Ey, das war unfair. Habt ihr da eine Schadenszahl gesehen? Ich nicht. Egal. Ich werde hier auch wieder am Glücksrad drehen, mal gucken, was wir da so rauskriegen. Ein Ausdauertrank ist gar nicht mal so schlecht. 3 Pilze. Ja, da haben wir die 6 Pilze voll. Und hier müssen wir jetzt erstmal... Jetzt sind wir aber auf allen Servern, glaube ich, durch. Wir haben jetzt hier... Oder nee, hier muss auch noch Fluoch ran, aber das dauert noch ein bisschen. Also wir haben jetzt Dragopyr, das heißt, jetzt fehlt noch, wir müssen noch einmal blättern. Und dann sind wir erstmal auf allen Servern durch mit diesem dummen Geblättere. Okay, wir müssen irgendwann mal auf V11, auf dem wir jetzt mal ganz kurz eine Quest anfangen. Auf V11. Ja, auf V11 müssen wir dann bald mal irgendwann später dieses Petty kriegen und dieses Petty kriegen. Das wird bestimmt auch nochmal die reinste Hölle. Aber das ist noch weit, weit, weit entfernt. Aber ansonsten haben wir dann auf jedem Server erstmal die Blätterpads durch. Oder wir müssen ja nicht blättern, wir können auch warten. Aber wer will das schon? Und ja, dann können wir bald ja uns dann darauf konzentrieren, mal wieder ein ordentliches Dungeon-Gemetzel zu machen. Wobei das halt immer schwerer wird, je höher wir leveln und so weiter. Das heißt, wir müssen uns bald mal ein bisschen umorientieren. Mal gucken, wie wir das regeln. Gut, dann gehen wir in den Turm, den wollten wir ja machen. Gegen das Traumpaar. Ich glaube, da ist auch der Grimbart auf S35. LOL, what the fuck, Kunigunde? Are you fucking drunk? Das ist unfassbar und ich bekomme wieder ein Epic ohne Sockel. Wow, die Kunigunde ist echt krank. Ich glaube, wir könnten sogar hier 100 Turmetagen so langsam schaffen. Wo ist der Grimbart auf S35? Der ist auch beim Traumpaar, ne? Da ist die Kunde nicht so krank. Vielleicht hat die eine andere Waffe? Was hat die denn eigentlich für eine Waffe? Ja, die hat eine viel bessere Waffe. Vielleicht liegt's daran. Waffenschaden natürlich immer sehr wichtig im Spiel Shakes and Fidget. So, und damit würde ich mich verabschieden. Das war eine wunderbare Mathestunde mit mir, dem Sir Zocklord. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn nicht, dann besucht weiter die Schule. Vielleicht werdet ihr besser als ich in Mathe. Wir sehen uns dann morgen in einem neuen Video von mir, dem Sir Zocklord. Bis dann, Leute. Ciao!